Servus meine Freunde, hier euer Kicks, heute mit FIFA 2015 und wir sind im Karrieremodus, nämlich wir spielen mit Manchester United als Trainer. Ich bin der Kicks Pronoob und ja, wir haben Louis van Gaal abgelöst, weil er einen ziemlich schlechten Saisonstart hatte und nun wollen wir es mal im digitalen Leben ein bisschen ändern. Leider sind sie auch im internationalen Wettbewerb nicht dabei, aber ich habe es hier so manuell eingestellt, dass wir natürlich auch die Teilnahme uns gesichert haben. Und wir gucken einfach mal kurz auf die Mannschaft. Hat sich einiges getan. Falcao ist neu, Di Maria natürlich. Und das sind schon ein paar ordentliche Namen, die dahinter stecken. Und ich hoffe, dass wir dadurch jetzt ein bisschen Auftrieb wieder kriegen und dann hier die Saison raschen. Ich spiele auf Weltklasse, habe mich noch nicht an Legende herangetraut, aber was noch nicht ist, kann noch werden. Wir schauen einfach mal, wann wir das erste Saisonspiel haben, auf den Kalender einfach. Hier seht ihr natürlich Lazio Rom als Testspiel noch, was wir auch gleich beginnen werden. Und das erste Ligaspiel ist gegen Swansea City. Und ja, wir hören auf zu brabbeln und fangen einfach mal an. Dazu natürlich hier einfach auf Spielen klicken. Und dann kommt die klassische Menüführung. Und ja, wir in unserem Heimtrikot mit Chevrolet. Und Lazio Rom hier mit ihren Trick. So, dann wollen wir anfangen. Ich lasse jetzt erstmal die Aufstellung hoch und werde auch jetzt die erste Saison nicht so in transfermäßig was reinpulvern. Da ich der Meinung bin, ich muss erstmal schauen, um mir selber ein Bild zu machen, wen ich alles brauche und wen nicht. Und deswegen werde ich es erstmal so angehen, dass ich da erstmal schaue. Und nach der Hälfte der Saison können wir sowieso am Transfermarkt teilnehmen. So, hier das Freundschaftsspiel, schön die Arena gezeigt. Der Old Trafford nämlich war natürlich in anderen FIFA-Teilen jetzt nicht so dargestellt. Finde ich eine Neuerung. Und sieht gut aus und da ist unser neuer Star, Di Maria, für 75 Millionen eingekauft. Ja, das hört sich sehr gut an und wir schauen mal, was wir so jetzt bewegen können gegen Lazio Rom. Und da geht's los, der Anstoß, Falcao versucht natürlich an den Ball zu kommen, was uns nicht gleich gelingt. Oh, da war ein kleiner Fehler von mir. Jetzt habe ich die untere linke Flanke ein bisschen frei. Kriegt natürlich Pass hoch und es war Abstoß, perfekt. Und De Gea kann da schön den Abstoß verhalten. So, dann hoffe ich mal, dass ich hier ein bisschen was reiße. Habe ja in den vergangenen Tagen noch Pro Evolution Soccer gespielt. Das ist natürlich von der Steuerung was ganz anderes. Oh, Falcao. Und wir kriegen hier noch den Einwurf für Falcao. Ja, macht man den Ball runter da, genau. Und dann können wir ja, dem Gegner einen Pass zugeben hier. Das ist natürlich doof. Und der leitet natürlich gleich den Angriff ein. Ja, hat nicht ganz geklappt, das, was ich wollte. So. Oh, was ist denn hier los? Hier klappt gar nicht zum Anfang gleich. Ja, kriegen wir den Ball wenigstens weg. Aber der läuft auch dahin, wo er nicht hingehen soll. Also in die Pampa war nur ein kleiner Befreiungsschlag. So, jetzt mal ein bisschen koordinieren die Abwehr. Oh. So, da haben wir den Ball. Na komm, nach vorne. Oh, schade. Ich dachte, von Percy rennt weiter. Aber zu früh gedacht. Kann man nichts machen. So. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt die Saison hier mit Manchester United angefangen. Ich würde natürlich die nächsten Spiele auch wieder Übertragungen bringen davon. Wahrscheinlich in einer abgekürzten Version, dass ich euch nur die wichtigsten Ausschnitte bringe. Also wie Tore und, sage ich mal, gute Aktionen, die im Spiel gelaufen sind. Weil ich denke mal, diese 12, 15 Minuten hier, komplettes Spiel, ist, denke ich mal, nicht immer so interessant. Und manchmal hat man auch Phasen, wo gar nichts passiert. Und deshalb, denke ich mal, können wir uns damit einigen. Und ja, Be a Pro wollte ich auf jeden Fall auch noch einer stellen. Weil ich es eigentlich immer ganz cool fand. Und gewisse Neuerungen gab es ja auch in dem Segment. Deswegen muss ich mal schauen, wann ich da was machen kann. Auf jeden Fall bin ich auch gespannt mit der Spielerstellung, wie weit man da seinen Charakter jetzt gestalten kann. Und jetzt zum Anfang der FIFA 2015 Version für alle Vorbesteller gab es, glaube ich, hier dieses History-Pack hier für die Trikots. Und dazu gab es doch diese Adidas Predator, glaube ich, die neuen Schuhe, die man sich auch jetzt als Code freischalten lassen konnte. Und ich glaube, noch was gab es, irgendwas mit dem Ultimate Team. Aber das muss ich mir nochmal direkt angucken. So, und Kopfball drinne, da ist das 1-0. Unser neuer Superstürmer Falcao macht hier das 1-0. Die schöne Flanke von, ich will jetzt lügen, Di Maria gleich. Der neue Zugang hier, die schöne Flanke rein. Und da hat der gegnerische Torwart keine Chance mehr. Und es steht 1-0 für Manchester United. Der erste Angriff, glaube ich, der von uns hier gestartet wurde. Schönes Tor, Kopfball.
Von Falcao. Ich finde Falcao sowieso ein Top-Spieler. Schade, dass der in der WM, ja, WM nicht dabei war. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch jetzt, ob der überhaupt schon gesund ist. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der war verletzt, deswegen konnte er auch zur WM nicht teilnehmen. Und hier der nächste Angriff. Und da wird man getunnelt. Und das ist schon das 2-0. Es geht hier packend weiter, meine Freunde. So muss das sein. Herrera macht hier das 2-0. Natürlich schön den Torwart getunnelt. Gleich das neue Feature hier, das Tunneln ausprobiert. Oder sage ich mal, zufällig geschafft. Und der Torwart sieht ein bisschen blöd aus bei der Aktion. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Es, glaube ich, war ein bisschen abgefälscht. Aber okay, Tor ist Tor. Und ja, da ist das 2-0. So, weiter geht's. Und sieht natürlich gut aus für Manchester United 2-0. Das kann sich sehen lassen. Und das auf Weltklasse, ja, ist vielleicht jetzt nicht der Endschwierigkeitsgrad. Ich glaube, Legende ist, aber ich muss mich erstmal wieder recht zurechtfinden und ein bisschen FIFA zocken. Und dann denke ich mal, kann ich das auch wieder umstellen. So. Oh Gott. Erstmal auch mit abwehrmäßig hier ein bisschen zurechtkommen. Und ja, so, Raphael kannte ich selber noch, wo ich saisonmäßig mal agiert habe. Ich glaube, das war noch 2013, hatte ich mit Manchester United auch eine Saison gemacht. 2014 habe ich mit RB Salzburg, fand ich nicht schlecht, vor allen Dingen, weil man mal mit einem, jetzt kein 5-Star-Mannschaft hier am Champions Cup teilnimmt, also quasi Champions League. Und da ist es natürlich schon extrem schwer, dann Spieler auch zu gewinnen, vor allen Dingen auch gute Spieler zu verpflichten, ja, und die dann einen weiterbringen. Auf jeden Fall muss man da viel auf Jugendarbeit gehen, aber ich habe es dann auch zum Ende geschafft, dann mit der Mannschaft den Champions Cup zu holen. Und ja, jetzt gucke ich mal, was ich hier mit Manchester United machen kann. Da sieht es natürlich anders aus. Die haben natürlich gleich die besseren Leute, auch das bessere Kapital. Und man könnte zum Anfang auch aussuchen, ob man lieber einen professionellen Scout haben möchte oder 60% mehr Finanzen, sage ich mal, zum Jahresende. Dafür habe ich mich entschieden, weil ihr wisst ja, ne, wenn hier um Topspieler zu kaufen, braucht man auch gut Geld und natürlich Verhandlungsgeschick. Und deshalb habe ich mich erstmal dafür entschieden, weil Scout, schön gehalten von De Gea. Ja, bei Finanzen sagen wir, sind immer wichtig bei den Teilen hier und gerade in der höchsten Liga oder in der höchsten Klasse, da muss man schon immer recht dabei sein. Gut, so schauen wir mal, wie wir den Eckball kontern, abwehren. Jawohl, den konnten wir noch klären. Oh, naja, das war auch nicht ganz gut gelöst. Beide Sachen waren schlecht gelöst. Ich hoffe, dass wir jetzt kein Tor kriegen. Nein, war ein bisschen zu weit nach außen angesetzt. Unser Glück. Und ja, schauen wir mal, was jetzt so als nächstes kommt hier. Weiter Abstoß. Und Rooney hat den Ball. Jetzt gehen wir ab mit Di Maria. Geht der Pass zu Van Persie. Van Persie versucht nochmal anzutäuschen. Hallo. Uff, der wäre fast reingegangen. Hat sich den Ball ein bisschen zurechtgelegt. Leider war der Abwehrspieler dran, was man hier sieht. Und kam so zu einem verfälschten Schuss, der sogar fast noch ins Tor geht. Hier wird man noch mal abgeklatscht und sagt, hast du gut gemacht. Sollen denn so die neuen Features sein, die Emotionen? Oh, da habe ich ein, ja, zu blöd aufs Tor gelegt. Schade eigentlich. Ich habe auch gar nicht mehr damit gerechnet, dass er die Flanke noch annimmt. Ja, war ein bisschen unkoordiniert, aber ja, das kann ja noch alles werden. Wir sind ja erst in der Findungsphase. Deshalb die Testspiele auch und gucken wir sowieso mal, wie wir die hier bestreiten, die drei Testspiele. Und da kriegt er einen guten Pass und der macht da das Ding rin. Und ja, der Treffer zählt, so wie es aussieht. Unsere Mannschaft, die sitzt ein bisschen da, beschwert sich. Aber nee, es zählt nicht, es war Abseits. Das ist ein cooles Feature, das war, glaube ich, in 2014 nicht so. Ja, und der freut sich natürlich, ja, das ist, ja. Natürlich Glück für uns, Pech für die, aber so ist das Leben. Ich habe mich gerade. Oh, und dann kommt so ein Grottenpass hier von mir. So, und. Ach, gut. Da geht er hatten. Und ab geht er. DGA, ich sage mal, da geht er. Naja, ist egal. Oh Mann, ich muss mal ein bisschen besser werden hier mit den Pässen hier. Sonst kriege ich auf jeden Fall noch ein Ding drin. So, Falcao habe ich gesehen. Der läuft. Ah. Und. Falcao, ne, der Torwart hat ihn. Aber Van Persie holt sich den Ball. Und ich denke mal, da kommt eine Flanke.
Aber die Flanke kriegen wir nicht, sondern unser Gegner. Das war natürlich jetzt nicht so optimal gelöst. Auch der Schuss von Falcao, den hätten wir wahrscheinlich ein bisschen besser punktuell setzen können, weil die Torhüter sind ja hier wirklich gut geworden, auch von ihren Aktionen oder von ihren Movement her. Und ach Mann, das ist nix, Keks. So, mal hoch hier. Ball nicht bekommen, aber faul. Und jetzt wird abgepfiffen. Nee, wird nicht abgepfiffen. Ich dachte, wird abgepfiffen. Wurde Vorteil gezeigt, nämlich die gegnerische Mannschaft. Oh, das war nicht gut. Wer ist das hier oben? Ach, verdammte Axt. Ja, haben wir ein Schwein. Der zweite Treffer hätte das sein können, das 2-2. Aber wir haben mehr Glück als Verstand und Skill und deshalb werden wir hier bewahrt vor dem nächsten oder von dem ersten Treffer. Und da kommt Gott sei Dank auch die Halbzeitpause, die uns hier weiterhilft. Und wir werden mal gucken, ob wir jemanden auswechseln können, weil ich glaube, im Testspiel können wir 5 Auswechslungen vornehmen. Deshalb schauen wir einfach mal, was wir machen können. So, da sind wir angekommen. Wir gucken einfach mal, wie es unserer Mannschaft so geht. Ja, von Percy. Also ich hätte gern auf jeden Fall mal den Juan Mata hier drinnen. Deswegen werde ich mal Rooney auswechseln und werde den Mata mal ein bisschen offensiv spielen lassen. Und einfach mal zu schauen, was er da macht. Ja, wir lassen den Rest des Kaders erstmal oben und werden mal schauen, was wir so jetzt dann an taktischen Auswechseln noch bringen können. Wie gesagt, ich muss mir das erstmal alles angucken, bevor ich hier groß irgendwelche Sachen umstelle und wir dann so eine Misserfolge haben wie Louis van Gaal. So, jetzt kommen Spieler rein. Oh, das war ein bisschen sehr schlecht reagiert. Da ist er erst reingelaufen und dann hat er sich doch noch überlegt, nein, das kann ich nicht so machen. So, dann kommen wir ab hier. Auf welche Schwierigkeitsgradstufe spielt ihr denn so? Spielt ihr auch auf Weltklasse oder spielt ihr denn wirklich schon Legende? Das könnt ihr mir gerne alles mitteilen. Auch was ist eure Lieblingsmannschaft oder mit welcher Mannschaft spielt ihr gerne den Saisonmodus? Wie gesagt, ich habe mich ja entschieden jetzt wieder für Manchester United. Aus dem Grunde, es geht ihnen echt schlecht derzeit. Oder nicht nur jetzt, sondern auch schon eine ganze Weile eigentlich. Deswegen dachte ich mir, ein bisschen Support und da ich die Reds, sagen wir gerne unterstützen möchte, dachte ich mir, nimmst du mal wieder die und ja, hast du natürlich einen guten Kader auch gleich erwischt. Falcao und Di Maria und natürlich Rooney und Van Persie sind ja auch nicht ohne und deshalb, aber ja, na komm, Van Persie, setzt dich durch, natürlich nicht. Ah, komm, wiederholt, oh, und wieder abgegeben, ist natürlich nicht so und unser neuer Mann. Da kommt ein bisschen Stören mehr hier. Oh, verdammt. Das war nix. Und da De Gea hat ihn wieder und jetzt geht's ab hier. Wir haben quasi kein Überzahlspiel, aber. Oh, nee, da hat er sich zu weit vorgelegt. Das war nicht so optimal. Ich denke aber, wir sollten mal jetzt einen nächsten Spieler einwechseln. Und ja, wen nehmen wir denn da? Ich würde sagen, die Maria. Und setzen einfach mal Young auf die Position. Und was haben wir noch? James, LV. Jetzt setzen wir mal James. Scheint irgendwie wahrscheinlich aus der Jugend inner zu sein. Anderson haben wir auch. Den können wir für Blind setzen. Achso, wir haben alle Auswechslungen getätigt. Waren doch nur drei. Komisch, ich dachte, beim Testspiel sind es 5. So schnell kann man sich irren. Und jetzt geht der nächste Angriff von außen weiter hier. Zack. Aber nicht wirklich gefährlich. Und jetzt versuchen wir mal nochmal einen Gegenangriff zu starten. Leider wieder zu weit vorgelegt. Ach, das ist. Da muss erst wirklich nochmal die Koordination das Training machen. Ah, hol das Ding weg. Ah, oh, da stand sogar noch ein Gegenspiel von uns Mitspieler da. Ach, das sieht echt schlecht aus. So, er hat dann Raphael. Gut. Ab geht er hier. Ja, und da ist die Grätsche ein bisschen verunglückt vom Gegner. So, und. Ey! Jetzt bin ich mal gespannt, was es da für Karte gibt. Gelb! Ich dachte, das war der letzte Spieler. Hat aber Schwein gehabt mit Gelb. Aber richtig böses Foul, ja. Ich war durch. Hätte das nächste Tor sein können.
Aber okay, jetzt versuchen wir mal freistößmäßig hier ein bisschen was zu reißen. Van Persie, was ist denn Van Persie? Ach, verdammt. Van Persie ist Linksfuß, ne? Linksfuß kann bleiben. Dann versuchen wir mal aufs Tor zu hauen. Mal gucken, wie das so klappt. Der, gar keine Ahnung, ob das... Der war ein bisschen wenig. Aber okay, wir versuchen mal beim nächsten Freistoß es besser zu machen. Ihr seht hier, unser Torwart hat mehr Paraden. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass wir sehr viel auf unseren Kasten bekommen. Und unser Abwehr wahrscheinlich, oder ich mich hier noch nicht so gefunden habe. Aber dafür ist ein Testspiel da. Und wir müssen ja gucken, wen wir dann wirklich Stammplatz anbieten oder nicht. So, und hau das Ding raus hier. Ey. So. Kommt wieder von oben hier, aber konnte nur abgeblockt werden, der Schuss. Und somit gibt es eine Ecke. Kommt für die Ecke jetzt aus hier. Wir führen immer noch 2-0, sind genau 70 Spielminuten quasi In-Game-Zeit gespielt. Und da kommt nochmal ein Flugkopfball nach dem Kopfball und gibt die nächste Ecke, so wie ich es gesehen habe. Ja, komm, mach hin hier. Wir haben nicht so viel Zeit, wir wollen noch ein Tor schießen. Alter. Also schlechter jetzt ja wirklich gar nicht. Das war jetzt echt blöd gemacht irgendwie. So, Falcao hat den Ball. Ich spiele mal wieder in die Mitte zu Marta und ja, hoffe. Ach du Scheiße, wurde mir da abgenommen. Und. Nee, der kommt nicht durch. Der hätte ich wahrscheinlich hochspielen sollen. Ach, so eine Axt hier hoch, ey. Ja. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Gut, die spielen zurück. Jetzt mal wieder ein bisschen Safety und da kommt der Abpraller. Young leitet den Angriff ein und Van Persie muss den Ball jetzt nur richtig annehmen, aber er lässt sich ihn wieder abnehmen. Verdammt, Dags. So. Irgendwie will das hier nicht so richtig mehr. Ich hoffe noch auf ein paar gute Möglichkeiten für uns. So, da kommt der Ball. Kriegen wir den Ball? Nee. Selbst die zweite Abwehraktion kam zu keinem wirklichen Erfolg. Ja, komm jetzt aber. Und ab geht er hier, rennt er. Und der nächste Pass kommt. Falcao ist so gut wie frei. Noch kleiner Abschüttler und... Uff. Scheiße. Da glaube ich, wäre die beste Option gewesen, Pass nach unten zu setzen. Und dann macht den Van Persie rein, weil der Schuss war ja wirklich mal sehr weit am Tor vorbei. Oh Mann. Das darf im Ligaspiel nicht passieren. Gerade gegen gute Teams sollte man hier echt zielen. Aber es ist das erste Spiel für mich hier, FIFA 15. Und naja, gut, ich sag mal, da kann es nochmal vorkommen. Und jetzt geht der nächste Angriff. Nee, geht er nicht. War doch aus. Das ist natürlich sehr uncool. Und ach man, was mache ich denn? Ich renne hier eine Kurve. Es gibt's nicht. So, Abwehrmaßnahme und erstmal raus den Ball. Na, Falcao, ist da einer? Nee, ist nicht. Und Falcao? Falcao macht das 3:0 mit einem schönen Trick. So muss das sein. Und er bedankt sich nochmal bei seinen Fans hier im Old Trafford Stadion. Sein zweites Tor. Eins mit dem Kopf, eins mit dem Fuß. Und ja, da war der kleine Trick. Schön in die lange Ecke rein. Da hat der Torwart auch keine Chance bei der Wucht, die dahinter steckt. Und ja, das ist der dritte Zähler. Zwei Tore im Testspiel. Eins hat Huera gemacht. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch einen schießen können oder ob es das war mit Toren. Oh. Und Young hier verliert den Ball mit einer bisschen komischen Attacke, sag ich mal. Und ich habe ein Dusel. Ich mache hier eine Gülle. Was ist denn heute los hier? Ich spiele den Ball zum gegnerischen Spieler gleich hier und raus das Ding hier. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier die kleinen Pässe zu spielen. So. Oh, schöner Trick. Und Falcao könnte jetzt sein... Ach du Scheiße. Was habe ich denn da gemacht? Schon wieder zu viel drauf gedrückt oder was? Hat der den nicht richtig erwischt? Ja, der ist ja wieder so weit weg vom Tor, Mann. Das wäre ein drittes Tor gewesen. Oh Gott. Wir haben Verletzten, aber wir können nicht auswechseln. Ja,
Herrera. Ah, Mann. Das ist natürlich auch genial im Testspiel, gleich eine Verletzung. Ah, gut, okay, so. Gucken wir es hier noch. Ah, kriegen wir nochmal. Nimmst du ihn ab? Natürlich nicht. Aber hier, Young. Young, was macht denn der da? Sah ja ein bisschen komisch aus. Ah ja, so. Okay, dann ist noch die Abwehrmaßnahme. Aber ich denke mal, wir kommen jetzt auch gleich zum Schlusspfiff. Und viel wird sich da an unserem Ende nicht mehr tun. Also unserem Spielstand. Nee, ich denke mal, der ist verloren. So, damit nochmal zum Abstoß. Und da ist der Schlusspfiff. Das erste Spiel für Manchester United als Testspiel natürlich 3-0 gewonnen gegen Lazio Rom. Super Sache. Zwei Tore von Falcao, eins von Herrera. Das ist doch ein gutes Ergebnis. Und wir können darauf aufbauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, das nächste Testspiel oder die nächsten zwei Testspiele. Und ja, damit möchte ich mich verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Keks. Bye bye.